Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen Tipp von mir. Und zwar geht es heute um das Thema Leimflasche befüllen. Man kann es nur erahnen, aber hier hinten steht mein Leimeimer. Wundert euch nicht, ich habe den Leim hier ein bisschen eingepackt. Mir ist einmal, ich glaube, ein Hammer oder eine Schraubzwinge hier auf den Eimer draufgefallen. Da ist der kaputt gegangen. Deswegen habe ich den so ein bisschen eingepackt. Ich benutze hier Pro 30D. Das ist wasserfester Holzleim. Nichts Außergewöhnliches. Das ist der Holzleim, den ich jetzt benutze. Vorher habe ich Würth-Holzleim benutzt, aber da waren das 12,5 Kilo Eimer. Das sind, wie viel sind das hier denn? Das hier sind 5 Kilo. Mit dieser Menge, da kommt ihr eigentlich ganz gut aus. Und es ist auch eigentlich besser, wenn ihr öfters mal neueren Leim kauft, denn dann kann der nicht so schnell kaputt gehen. Also er kann schon kaputt gehen, aber bevor er kaputt geht, habt ihr ihn wahrscheinlich schon leer gemacht. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Trick. Ich habe hier eine reguläre Holzleimflasche. Da war vorher Tidebond drin, aber die fülle ich jetzt immer wieder um. Unten ist noch ein bisschen Tidebond. Ja. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Was ist denn, wenn man Holzleim vermischt? Naja, kann wohl nicht so schlimm sein. Jetzt könnte man natürlich einfach den Holzleim hier aufdrehen und diesen Eimer hier schief halten und den Holzleim reingießen. Das geht natürlich. Aber diese Eimer hier, die sind eigentlich relativ praktisch, denn da kann man das ganz gezielt steuern, wie man den Holzleim in seine Leimflasche reinbekommen möchte. Ihr dreht einfach hier die Öffnung ganz nach oben und dreht dann langsam euren großen Leimeimer rüber. Und jetzt könnt ihr schön eure Leimflasche volllaufen lassen. Und wenn eure Leimflasche jetzt voll ist, könnt ihr einfach wieder hier euren großen Leimeimer zurückdrehen und habt nichts versaut. Das soll es mit dem Trickvideo für heute gewesen sein. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du den Trick schon kanntest. Auf jeden Fall ist er richtig, richtig praktisch, denn ich habe früher viel, viel Leim neben die Leimflasche geschüttelt, aber mit diesem kleinen Trick hier wird das euch garantiert nicht mehr so einfach passieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video mal. Tschüss.